Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video über Klassenhierarchien unterhalten, mit dem Gedanken oder dem Ergebnis letztendlich, dass Klassenhierarchien so flach wie möglich aufgebaut werden sollten. Und ich nehme jetzt mal dieses Klassendiagramm wieder weg und wir gehen zurück zu unseren alten Klassen, die wir vorher hatten, und löschen diesen Code aber. Diese Klasse C brauchen wir jetzt erstmal vorerst nicht, denn was wir in diesem Video besprechen wollen, ist der sogenannte Modifizierer Protected. Und dieses Video wird auch sehr kurz gehalten. Warum? Weil es eigentlich sehr einfach ist, was der Modifizierer Protected macht. Den Modifizierer Protected setze ich genauso da ein, wo ich Public oder Private einsetze. Also es ist ein sogenannter Zugriffsmodifizierer. Und dieses Protected sagt jetzt aus, dass ich eben diesen Zähler nicht nur in meiner eigenen Klasse einsetzen kann, sondern auch in Klassen, die von mir ableiten. Das heißt, ich muss nicht mehr diese Funktion oben dreimal aufrufen, sondern ich kann jetzt wirklich auf dieses Feld aus der Basisklasse A zugreifen und dann hier eben direkt um 3 erhöhen, wie man das sieht. Und dann kann ich mir wieder ein Objekt von E erstellen. Und dann eben hier diese Funktion, die ausschließlich in dieser Klasse definiert ist, aufrufen. Und dann beispielsweise wieder den Zähler ausgeben. Und man sieht hier eben, dass ich von diesem Objekt, wenn ich hier mit dem Punktoperator mal zugreife und mir dann anschaue, was mir hier angeboten wird, ich kriege dieses Feld nicht zu Gesicht. Hier als Nutzer, als wenn ich das Objekt instanziert habe und in einem anderen Kontext, in einem anderen Scope benutze. Aber hier habe ich sehr wohl Zugriff. Und das liegt eben daran, dass Protected den Zugriff auch in ableitenden Klassen gewährt. Ich habe jetzt hier zwar direkt dieses Feld als Protected gekennzeichnet. Empfehlen würde ich diese Vorgehensweise nicht. Was man im Üblichen macht, ist, man lässt Felder immer private. Wenn man aber schreibenden Zugriff auf oder für ableitende Klassen zulassen möchte, dann macht man eben einen Protected Setter, in dem hier eben Zählerwert zugewiesen wird. So. Und was man dann natürlich hier in diesem Fall auch machen könnte, wir machen einfach eine automatische Eigenschaft daraus. Das heißt, wir entfernen das hier und das hier und sprechen eben bloß noch über die Eigenschaft letztendlich diesen Zähler an. Ich muss eine Zeile holen letztendlich. So. Und damit haben wir einen etwas bisschen kürzeren Code und auf dieses Feld, was hinter dieser automatischen Eigenschaft letztendlich steckt, kann bloß eben ich oder ableitende Klassen drauf zugreifen. Protected sieht man trotzdem im Programmieralltag sehr, sehr selten. Warum? Wie schon zum Ende des letzten Videos gesagt, favor composition over inheritance. Man versucht eben, Vererbung so selten einzusetzen wie möglich, und ich habe auch gesagt, sie sollen sich keinen Kopf machen. Hilfe leitet mal irgendjemand von mir ab. Irgendwann mal zum späteren Zeitpunkt muss ich irgendwas protected machen, damit der andere dann auch noch Zugriff darauf hat. Genau das würde ich eben nicht empfehlen. Und deswegen sieht man auch dieses protected letztendlich sehr selten. Also die Zugriffsmodifizierer, die ich am meisten nutze, sind eben public und private. Punkt. Ja, soviel zum Modifizierer Protected. Und im nächsten Video schauen wir uns dann virtuelle Methoden an, die eben auch Teil der Features der Vererbung in C# sind. Vielen Dank und bis bald.